Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vernissage. Mein Name ist Reinhard Sager, ich bin hier Landrat und Präses der Kulturstiftung Holstein und darf Sie in diesen beiden Funktionen sehr, sehr herzlich willkommen heißen und ich bin gebeten worden, einige Eröffnungsworte zu sprechen. Horst Janssen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist zweifellos einer der bekanntesten und profiliertesten Zeichner und Grafiker der deutschen Nachkriegsgeschichte. So sind wir uns heute Morgen und während der ganzen Zeit der Vorbereitung dieser Ausstellung ganz und gar sicher, dass diese Ausstellung eine Bedeutung finden wird, die weit über die Grenzen Eutins und aus Holsteins hinausragen wird. Und das zeigt bereits Ihr Interesse heute Morgen anlässlich der Vernissage. Es sind so viele Gäste aus Eutin, dem Ostholsteinischen, aber weit darüber hinaus zu unserer Ausstellungseröffnung gekommen. Meine lieben Gäste, es ist ja wie es ist. Nicht immer sind Sammler gerne bereit und öffnen ihre Schatztruhe für die Öffentlichkeit. Aber wie wir alle gemeinsam sicherlich wissen und zu schätzen wissen, liegt doch gerade der Reiz darin, Werke der Öffentlichkeit präsentieren zu können, die bisher für die Allgemeinheit im Verborgenen geblieben sind. Dass wir heute eine so großartige Ausnahme begehen können, dafür sind wir seitens des Ostholstein-Museums und der Kulturstiftung des Kreises Ostholsteins außerordentlich dankbar. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam das Ehepaar Maria und Eberhard Rüden, deren Privatsammlung wir im Wesentlichen heute hier zu betrachten haben. Herzlichen Dank Ihnen beiden dafür, dass Sie Ihre Schatztruhe der Allgemeinheit öffnen. Herzlichen Dank. Ich möchte mich nicht nur deshalb so sehr bei Ihnen bedanken, weil es alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, die Werke herzugeben aus den eigenen Beständen, sondern auch über die Art und Weise, wie wir zueinander gekommen sind. Frau Dr. Hümmel, unsere Chefin des Ostholstein-Museums, in deren Namen ich jetzt auch gleich mitsprechen darf, hat mir davon berichtet. Sie haben sogar unserer Museumsleiterin gestattet, Herrn Frau Rüden, die Werke praktisch in eigener Hand auswählen zu können. Und Sie haben ihr freie Hand gelassen. Das ist auch nicht selbstverständlich und Sie haben sich dabei außerordentlich großzügig gezeigt. Die Auswahl war unproblematisch. Sie haben bei der Hängung hier mitgewirkt und beim ersten Rundgang heute Morgen, glaube ich, konnten wir schon gemeinsam feststellen, dass alles sehr, sehr gelungen ist. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen an dieser Stelle. Sie leben in Hannover. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind, auch wenn Sie das heute Morgen nicht ganz so weit haben. Aber das lassen wir jetzt mal wirklich im Verborgenen. Dann möchte ich unsere Eröffnungsrednerin herzlich willkommen heißen, Frau Gesche Tietjens. Schön, dass Sie da sind. Selber Grafikerin und eine Frau, die auch einige Jahre Horst Janssen privat begleitet hat. Sie sind aus unserer Sicht genau die Richtige, die uns heute die Ausstellung Frau Tietjens mit Themenschwerpunkten Zeichnung und Radierung einführen kann. Sie sind aus Eckernförde heute Morgen zu uns gekommen. Schön, dass Sie da sind. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Ein herzlicher Willkommensgruß gilt Ihnen, liebe Frau Lamme Janssen. Sie sind die Tochter des Künstlers. Es ist schön, dass Sie im Anschluss an die Worte von Frau Tietjens auch noch ein paar persönliche Sätze an uns richten werden. Sie sind aus Hamburg heute Morgen zu uns gekommen. Sie sehen, der Kreis ist weit. Irgendwo kommen alle nach Eutin. Jedenfalls, wenn es um Kunst und Kultur geht, immer wieder gerne. Frau Lamme Janssen, ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Ostholstein. Weiteres Mitglied der Familie herzlich willkommen heißen. Damit haben wir sozusagen den Bogen dann geschlossen. Auch schön, dass Sie da sind. Ich freue mich
dass das Kuratorium der Kulturstiftung vertreten ist. An der Spitze heute unsere stellvertretende Kreispräsidentin, Frau Bärbel-Seehusen. Ich weiß gar nicht, wo Seehusen sich hingeht. Da hinten wir vorne sitzen müssen. Herzlich willkommen, sowie weitere Interessierte aus diesen Gremien. Und ich freue mich, dass der Bürgervorsteher unserer Kreisstadt, Ernst-Joachim Wiesek, mit seiner Frau heute wieder dabei ist. Ein treuer Gast unserer Ausschussöffnung. Herzlich willkommen. Kerstin Krieger, Wilfried Kühn und Matthias Schüter, die sorgen für die musikalische Note heute Morgen. Da haben wir schon einen ersten Aufschlag vorhin gehört. In bewährter Manier, tolle Musik, kann ich nicht unterwegs sagen. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen, die beiden. Ich möchte mich dann bedanken bei der Sparkasse Holstein für die gerade frisch geschlossene Förderpartnerschaft zwischen dem Ostholstein-Museum auf der einen Seite und den Stiftungen unserer Sparkasse. Ich freue mich, dass wir erneut von der Sparkasse und den Stiftungen unterstützt werden. Das kommt uns gut zu Pass, weil wir damit noch mehr Qualität und Kultur hier anbieten können in Neuthil. Ich freue mich, dass der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Holstein, Joachim Walmeroth, Sparkassendirektor, heute zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen, lieber Joachim Walmeroth. Freue ich mich, dass wir heute Morgen auch von den Medien begleitet werden, von Herrn Rönnau, Kieler Nachrichten und Herrn Buhmann aus Holsteiner Anzeiger. Und ich darf mich bei dieser Gelegenheit auch im Namen von Frau Dr. Hümmel schon dafür bedanken, dass Sie unserer Ausstellung schon im Vorwege so viele Zeilen und Bilder gewidmet haben. Das macht natürlich neugierig auf noch mehr Besucherinnen und Besucher, von denen wir uns zahlreiche in den nächsten Wochen wünschen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Berichterstattung. Zur Ausstellung selber werden Sie jetzt von mir keinen weiteren Satz hören, denn das können alle anderen besser als ich. Und ich darf Sie, liebe Frau Tietjens, jetzt bitten, im Anschluss an meine Worte zu sprechen. Nochmals Ihnen allen ein herzliches Willkommen und viel, viel Spaß mit Horst Janssens Werken. Vielen Dank.